Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Wir sprechen heute über moderne deutsche Komponisten und Musiker. In der Stunde lernt ihr Gespräche über Musiker führen und über moderne deutsche Musik erzählen. Die Beatles beeinflussten die Jugend in den 60er Jahren. Sie veränderten mit ihrer Musik und ihrem Aussehen eine ganze Generation. Sie schockierten die Erwachsenen und faszinierten die Jugend. Über welche Stars kann man so sagen wie über die Beatles? Stoppt das Video und überlegt euch. Gibt es wirklich so viele Stars in der modernen Zeit? Braucht man heute so viele Stars? Äußert eure Meinung in der Pause. Hört über einige deutsche Stars. Wer sind sie? Herbert Grönemeyer ist einer der erfolgreichsten Deutschrocker. Er ist auch als Sänger bekannt. Seine Platte Bochum verkaufte sich sehr gut 1997 und bisher ist das erfolgreichste Album eines deutschen Künstlers. Udo Lindenberg hat neben Nina Hagen der deutschen Sprache den Weg zur Rockmusik geöffnet. Er beschäftigt sich mit der Politik und kämpft für den Frieden und gegen Neonazis. Festival Rock gegen Rechts. In die Kategorie der deutschen Superstars gehören ebenfalls die Punkrock-Bands Kraftwerk, die Ärzte. Seit einigen Jahren gibt es jüngere Pop-Rock-Bands wie Wir sind Helden, die Toten Hosen und andere. Besonders erfolgreich im Ausland sind die Bands Rammstein und Tokyo Hotel. Sie singen auf Deutsch. In den vergangenen Jahren orientierten sich die Künstler wie der Sänger Xavier Naidoo, Söhne Mannheims, Bushido und andere an den US-amerikanischen Stilrichtungen Soul und Rap. Jetzt ordnet den Texten die Sätze zu. Stoppt das Video und erfüllt diese Aufgabe. So, jetzt kurz vergleichen. Im ersten Punkt geht es um den Text B. Im zweiten um den Text A. Im dritten geht es um den Text D und im vierten Punkt um den Text C. Hört die Meinungen der Fans aus anderen Ländern über deutsche Pop- und Rockmusik. Ordnet sie nach positiven oder negativen? Deutsche Rock- und Popmusik finde ich. Toll, super, emotional. Es gibt viele Deutsche, die Englisch singen. Seid aber nicht traurig. Keine Angst. Ihre tollen Lieder stehen an der Spitze. Die Liebe in ihren Liedern ist ein Weltthema. Cool. Zum Beispiel die Band Tokyo Hotel. Vor allem interessieren mich die Musik und der Rhythmus.
Wenn ich ein Lied öfter höre, verstehe ich auch die Texte. Nicht so gut. Deutsche Gruppen spielen zu viel Musik von anderen Gruppen aus den USA und England. Sie können etwas viel Besseres machen. Viele moderne Lieder sind nicht interessant, weil sie keinen Inhalt haben. Darum höre ich nur Herbert Grönemeyer. Passiv. Warum gibt man einem Thema wie Rockmusik so viel Platz? Deutschland hat so schöne Folklore. Warum fehlt dieses Thema? Ich finde Rockmusik aggressiv und kann sie nicht hören. Jetzt prüfen wir diese Aufgabe. Antonia aus Bulgarien hat eine positive Meinung über deutsche Pop- und Rockmusik. Katalin aus der Slowakei hat auch eine positive Meinung. Der Junge aus Frankreich hat eine negative Meinung. Und der Junge aus Dänemark hat auch eine negative Meinung. Und jetzt schreibt selbst einen kurzen Kommentar zur deutschen modernen Musik. Nimm Redewendungen zu Hilfe. Halte das Video an und erledige die Aufgabe. Was habt ihr heute erfahren? Sprecht darüber. Stoppt das Video, überlegt euch und antwortet auf die Fragen. So, das war's für heute. Danke für eure aktive Teilnahme am Unterricht. Tschüss.